I'll be talking about Windows drivers. Also wir reden über Windows Treiberangriffsfläche, einige neue Informationen. Ich arbeite für IOActive, bin der Leiter von Penetration Testing. Also im Prinzip ist meine Aufgabe, Zeug zu kaputt zu machen. Ich werde jetzt über Windows Treiber Angriffsoberfläche sprechen. Also wir haben jetzt zwei Teile. Das eine ist ein bisschen Hintergrund, also wo, und der zweite Teil ist der Hauptteil des Talks, da geht es um was. Es gibt viel anzuschauen heute, also der erste Teil macht mir eher schnell. Also, also im Prinzip rede ich über die Angriffsoberfläche von Windows WDM, das Windows-Treiber-Modell. Also im Prinzip geht es um die Implementation der Sicherheitsmechanismen. Also wenn ihr nach Bugs sucht in Windows-Treibern, das ist relativ interessant. Oder wenn ihr Treiber entwickelt oder einfach, wenn ihr neugierig seid, ist dieser Talk interessant für euch. Also zum Wissen, das erforderlich ist, also gut wäre, wenn ihr im Prinzip ein bisschen Hintergrundwissen habt über Windows-Treiber, also oder noch besser über den Windows-Kernel, aber also es geht auch ohne. Also ganz kurz, bevor ich mit meinem Teil anfange, ich stehe hier auf den Schultern von Riesen, also es gibt viele Leute, die Interessantes geleistet haben in diesem Gebiet, also das sind die Leute hier, also falls ihr das Gefühl habt, ich habe jemanden verpasst, dann schreibt mir und ich werde euren Namen auch noch auf die Liste tun. Also dieser Talk ist ein bisschen anders als die anderen. Der größte Teil der bisherigen Forschungsarbeit im Bereich Windows-Treiber ging um das Ausnutzen von Sicherheitslücken und es ging spezifisch um das Ausnutzen von Kernellücken, nicht wirklich in den Treibern und oft ging es da nur um ein bestimmtes Problem. Meine Präsentation ist anders. Schwerpunkt liegt nicht wirklich auf der Ausnutzung, sondern eher das Finden und Identifizieren von Fehlern und dass es dann Richtlinien gibt, über wie man damit umgeht. Und es geht nicht so sehr um Windows-Code selbst, sondern um Code von bestimmten Treibern. Also natürlich geht das eine nicht ohne das andere, aber also es ist ein bisschen anders als andere Talks. Und ja, ich werde hier nicht über ein bestimmtes Problem sprechen, sondern also ich habe mich hingesetzt und habe viele der üblichen Bugs angeschaut, im Zusammenhang mit Windows-Treibern und ging es mir so ein bisschen darum, so ein gutes Thema zu finden, das vieles abdeckt. Also es ist eine Einführung und also man könnte natürlich tagelang sprechen über diese Dinge und die Details davon. Also ich, ja, es ging mir halt darum, das in eine Stunde zu kondensieren, das Wichtigste. Es gibt sehr viele obskure Dinge, über die fast niemand weiß. Also, wenn man nicht Bescheid weiß über solche kleinen Dinge, dann oder herausfinden, ob etwas dokumentiert ist oder nicht. Also, vieles davon findet man auf dem Microsoft Developer Network, aber man muss so zwischen den Zeilen lesen. Also insbesondere was problematisch ist und was nicht. Und gewisse Dinge sind aber natürlich schon explizit erwähnt. Also ja, viele Treiberentwickler. Also legen wir los mit Teil 1. Also diese Auflistung hier ist nicht abschließend, es ist nur so eine kurze Auffrischung eines Gedächtnisses. Also, kurz ein bisschen was zur Architektur. Also, auf einer hohen Ebene ist Windows in gewisse Teile aufgebaut, die Managers heißen. Also, wenn man als Benutzer zu diesen Managern kommen will, führt man einen System Call auf und am Ende wird das von einem Manager bearbeitet. Also, das ist die 50.000 Fuß Ansicht, das sieht etwa so aus. From userland you call system calls. Also aus dem
Userland ruft man einen System Call auf und dann wird es dadurch die System Call Table und ja, dann endet man vielleicht im IO Manager zum Beispiel. Also da drin gibt es eine große Anzahl Frameworks, das ist eine Liste hier. Also alle von diesen haben eigentlich ihre eigene Präsentation verdient, aber ja, wir sind halt zeitlich eingeschränkt hier. Also ein ganz, ganz großen Teil wird jetzt über WDM gehen und ein kleiner Teil über KDF. Also dieses Treibermodell ist seit Windows 2000 in Windows. Es ist im Prinzip ein Update zur Windows NT Treibermodell. Es geht im Moment in Richtung KNDF, aber es gibt immer noch ganz, ganz viel WDM. Also ja, deshalb der Fokus auf WDM. Also dann schauen wir uns auch noch den IO Manager genau an. Das ist im Prinzip ein Proxy, der zwischen dem Benutzer und dem Treiber sitzt. Also es kommt darauf an, was man für einen System Call aufruft, je nachdem macht der was oder nicht, der IO Manager. Es geht darum, die Anfragen zu paketieren in IO Request Packets und findet dann die Dispatch Routine des Treibers und übergibt das an diese Schnittstelle. Also ich werde euch das mit ein bisschen Code zeigen hier. Also das ist jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz einfacher Treiber. Also da gibt es den Haupteinstiegspunkt, Driver Entry. Und jeder Treiber, der mit dem Userland interagiert, hat diesen Befehl, hey, erstelle dieses Gerät, das IO-Device create. Also, und damit man dann damit kommunizieren kann, muss man einen symbolischen Link erstellen, ja, damit man mit dem Userland kommunizieren kann. Also man kann dann Dispatch Calls dem Treiber schicken über den IO Manager. Also man kann zum Beispiel IOCTL oder FSCTLs machen. Ja, also das ist jetzt ein Code-Beispiel hier. Also man erstellt das Gerät, dann erstellt man den Link und dann hat man diese Dispatch-Funktion hier. Ja, also da gibt es ganz viele davon. But basically for all of these functions, im Prinzip für alle diese Funktionen sieht das dann in etwa so aus. Man hat zwei Argumente, das Device-Objekt und das tatsächliche IRP. Also das IRP ist interessant, weil es die ganzen Daten enthält, die da paketiert wurden aus dem Userland, die dann dem Treiber zur Verfügung gestellt werden. Also hat es interessante Dinge wie zum Beispiel den IO-Status, was für ein Request das ist. Also das sind im Prinzip die Pointer, die aus dem Userland kommen und also das ist der IRP-Stack. Also reden wir mal darüber. Für jede Anfrage, die reinkommt, gibt es einen Stack dazu, eben diesen IRP-Stack. Da gibt es sehr spezifische Informationen, die der Driver benötigt für diese Operation. Also wurde man zum Beispiel aufgerufen mit einer Major und Minor Function Number und es geht über dieses Device Object und dieses File Object. Also es gibt eine spezifische Liste von Parametern und dann hat man da drin Elemente und je nachdem, ob es dann irgendwie IOCTL oder Lesen oder Schreiben ist. Also ja. Dann alle wichtigen Dinge holt man dann aus diesem IRP-Stack. Also wie kommt man aus dem Userland dahin? Man ruft diesen System Call auf und ja, also die letzten fünf Argumente hier sind jetzt möglicherweise Angriffsfläche. Also hat man den Kontrollcode oben, den Ein- und Ausgabepuffer. And so, okay, once that sort of goes through the IO manager and it goes to your driver. Also man geht durch den IO manager, durch den Treiber und durch das Device Control Dispatch. So how, depending on your IO control code. Also je nach IO control code und wie das
die Anfragen werden die Anfragen verschieden paketiert. Also schauen wir uns mal diesen I/O Control Code an. Es ist tatsächlich aufgeteilt in verschiedene Stücke. Also wir schauen jetzt da nur zwei Dinge an. Wir schauen uns eigentlich nur den Transfer Type und den Access Type an. Es gibt Require Access, ein von drei, File Any Access, File Read Data oder File Write Data. Wenn du einen Handle aufmachst und ich mache es als Read Only auf und ich mache einen I/O Call, der Write the Data, er blockt das. File Write Data, that doesn't match, and so the I/O Manager will kick you out. Der IO-Manager wirft dich raus dafür. Das ist der Restriction Set. Der andere ist der Transfer Type. Da gibt es vier Transferarten: Buffered, Neither, Indirect und Outdirect. Run through those really quickly. The first one is method buffered. And buffered is sort of the preferred safe-ish. Das macht man normalerweise fast immer. From to drivers. What that means. Das ist so der Standardanspruchebene für Driver. Der Buffer schaut sich den Input an, schaut den an. I'll create a kernel buffer that's 10 bytes. Er macht einen eigenen Subbuffer dazu und gibt den die Information weiter an den Treiber. Auf die Methode muss sich der Treiber selber nicht darum kümmern, dass die Adressen stimmen und dass es keine Overflows gibt. Das brauchst du alles nicht, wenn du Method Buffers verwendest. When the kernel does all that copying of data around, it charges quota for your memory. So if you hit your quota, then that fails and sort of returns and fails. Und der Kernel handelt die Memory bei dir dabei und wenn das überläuft, dann gibt es an den Buffer zurück. Method Neither ist genau das Gegenteil davon. Der IO-Manager macht gar nichts, grundsätzlich mal. Er nimmt die Daten und reicht sie einfach so, wie sie sind, durch. Die Input-Buffer und Input-Buffer-Länge ist ein rohes Datum, gibt es keine Data, keine Value dazu und wird einfach so weitergegeben. Das ist die End-Resource von Windows-Driver-Bugs. Meiner Meinung nach, das ist etwas, was man unbedingt vermeiden sollte, wird aber oft genug angewandt. Da gibt es einen zusätzlichen Nutzen davon. Resources for security, because you have to. Aber es ist, du musst manuell alles checken selber und das ist security-mäßig einfach sehr gefährlich. Describe method indirect, method outdirect. I first have to say something about these things called MDLs. Jetzt muss ich etwas über MDLs sagen, bevor wir da weitergehen. Das ist eine Memory Descriptor List. Die Datenstruktur innerhalb im Kernel, das seinen Buffer bei seiner physikalischen Adressierung anspricht. Der Kernel ist an sich opak, aber er hat APIs, mit denen über die MDL spricht. This MDL that describes physical buffer now. Und habe ich ein MDL, einen physischen Buffer beschreibt und Kernel gibt mir einen Access und gibt mir eine Map in die eine virtuelle Adresse hinein. Und Memory Manager sollte das handeln und es dir zurückgeben. Warum ist das wichtig? In diesem bestimmten Fall, wo der IO Manager Daten hin und her reicht und du hast dieses, bekommst du dieses doppelte Mapping. Und der User geht und gibt das ein und der IO-Manager gibt einen MDL weiter, versucht es, die physikalische Adressierung, page das und gibt es dem Kernel weiter. Und der passt das vom Kernel zum Driver und der Driver selbst sagt dann wieder und dann sagt er zum IO-Manager, dass er die Adresse im Kernel geben soll. Das heißt, du kriegst eine doppelte Adressierung im IO-Manager. Und das verwendet man vor allem dann, wenn man große Mengen an Daten verwendet, weil man hier nichts kopieren muss, sondern einfach linear weiterrechnen kann. Wenn man das denn so in einem
zeichnen will, dann sieht das so aus. This is done for perf and you get zero copy. Zero copy, also keine, du musst kein try accept machen, du hast kein kopieren, du hast das direkt im user memory. Und es gibt auch einen Nachteil dazu, aber das kommen wir nachher dazu. Method indirect und Method outdirect sind ähnlich. Und da ist im Prinzip wird MDL Input gemacht, wird vom MDL eingereden und outdirect ist ganz kein Gegenteil davon, written to, also hinausgeschrieben. User automatically basically gets it. In short, that's what these things are. Das ist es. Also das letzte Slide für den ersten Teil. Also ich hoffe, dass es nicht zu verwirren war. Ich habe es ziemlich schnell vorgelesen, aber also das nächste Teil ist dann der coole Abschnitt. Also die meisten Dinge, über die ich gesprochen habe, über die ich jetzt reden werde, ist das WDF-Modell, das eben alt ist, und das KMDF ist das neue. Das ist Teil von WDF, das ist Dings Treiber Framework. Also wurde entwickelt, um Fehler zu korrigieren, die man aus der WDM-Welt kannte. Also es ging ja auch darum, in Bezug auf Security einige Dinge zu ändern, also die jetzt einfacher sind, richtig zu machen im KMDF. Also grundsätzlich ist es einfacher geworden, Treiber zu schreiben, und es ist weniger wahrscheinlich, dass es dann Bugs gibt. Aber es ist natürlich in der gleichen, im Rahmen der gleichen Infrastruktur, dass auch MDFs braucht. Also man muss das alte Modell immer noch verstehen, sonst macht man auch mit KMDF Bugs. Aber generell ist es schwieriger geworden, Bugs zu haben. Aber ja, also ein gutes Beispiel für Security Feature ist, das einem dazu anhält, Pointer direkt zum Kernel zu verwenden, und man hat da Schnittstellen, um Daten zu extrahieren aus den Requests. Also ein Beispiel dafür ist dieses WDF Request Input Buffer. Also wenn man einen Methodenpuffer hat, im OutDirect-Modell hat, dann wird einem dieses Ding gleich die Pointer holen. Und wenn man Method Neither verwendet, dann wird das aber scheitern, und dann wird da der unsichere, unsichere Puffer geholt, und es wird einem explizit gesagt, dass das unsicher ist. Also das ist eines dieser Dinge, bei denen man, die halt wussten, dass man Neither nicht verwenden sollte, weil es sonst ganz schlimm ist. Und ja, also sie geben einem Anreiz, das nicht zu verwenden. Generell als Treiberentwickler solltest du KMDF über WDM verwendet. Ist eigentlich schon aktuell schon Open Source. Steht auf GitHub. Die Adresse steht hier. 90% unserer Code ist der. Manche kleine Teile fehlen, aber so grosso modo ist alles da. KMDF ist eigentlich voll verfügbar. Free software license, I guess. Free stuff oder licenses. Und du könnt euch das anschauen. So, jetzt kommen wir zu Teil 2. Lass uns hineingehen, wie man die Surfaces für Windows Attacks strukturiert. Wenn wir uns die Arten der Bugs anschauen in einem Driver, gibt es Elevation of Privilege, Denial of Service, ja, wo du eine Kernel Panic kriegst, oder ein Deadlock, oder ein Resource Starvation Type of Attack. Ja. Das dritte ist Information Leak. Das sind so die drei, wenn wir Security in Drivers uns anschauen. Das würde aber werde ich jetzt sprechen. Was, worüber ich nicht sprechen werde, ist Exploitation and Bypassing of Mitigations. Für das meiste. Hier und da werden wir sie erwähnen. Ich gehe von der Annahme aus, dass die Bugs ausgenutzt werden, also dass es ein Exploit ist. Das ist kein Exploit-Talk. So, dies ist ein theoretischer Talk. Ich werde mich nicht auf Exploits versteifen.
Ich werde mich um die Definitionen kümmern, das ist der Sinn dieses Talks. Und wie man das reparieren kann vor allem. Ich nehme auch an, dass ihr ein grundsätzliches Verständnis habt von Bugs. Ich werde nicht diskutieren, was ein Buffer Overflow ist oder Integer Overflow oder Unvalidated Length Fields oder so Scherze. Auch die C++-Type-Bugs, wie Constructor, Destructor-Bugs. Wenn ihr interessiert seid, ich werde doch was darüber sagen. Vor allem im Windows-Kernel gibt es diese APIs, um die Overflows zu verhindern. Es gibt einen Satz von APIs und wenn du ein Developer bist, solltest du sie verwenden und keine anderen. Man kann sie immer noch schlecht verwenden oder falsch verwenden. Also wenn man sie verwendet, immer check den Return Value. Ja, sonst verpasst du einen Integer Overflow. Immer den exakten Typus weitergeben. Ja, sonst kannst du Konversionsfunktionen nicht verwenden. Aber ich muss jetzt leider abschließen, weil sonst geht sich das mit der Zeit nicht mehr aus. Was links steht, ist meh und was rechts steht, ist das, was man machen sollte. Also die API, so wie es links geht, nicht so war oder nicht so, wie es war. Jetzt kommen wir zu den meisten Sachen, die alten WDM-Treiber machen, wenn sie mit Userland interagieren wollen. What's the common theme around all of these? And I came up with this idea. Was ist so die generelle Idee? So, es gibt fünf Punkte, die meisten Treiber machen wollen, wenn sie mit Userland sprechen und mit dem Kernel reden. And basically it comes down to wenn du also ein Device erschaffst, wenn du Daten in- und Output handelst, wenn du einen Memory Manager hast und wenn du einen Object Manager handelst. Grosso modo, diese fünf Areas sind die Bereiche, die ein Treiber verwendet, indem er mit Userland und dem Kernel verbindet. Es gibt andere Wege auch, aber grosso modo, das sind so die, so wie ich das sehe, sind das die fünf Punkte. Ich habe meine next set of slides über diese fünf aufgesetzt und dann haben wir noch einen set of slides, wo wir diskutieren, die Probleme, die wir da treffen. Passt auf die Icons, da wir sehen, links oben ist ein Bug und rechts oben, das ist ein Fix. Okay, machen wir mit CreationStation weiter. Punkt 1. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt zwei Methoden, ACLs zu setzen. Entweder die IO Create Device Secure oder du machst einen Inf-File. Dann lässt man den Treiber den Device createn, also schaffen, und du kannst die Access Controls als Parameter weitergeben. Da gibt es zwei Methoden. Du callst IO create device secure. A string representation of a security descriptor, which basically gibt es eine Security Description, der genau definiert, wer kann und wer kann nicht in diesem Device. Wenn du den nicht aufrufst, spezifizierst du es im Inf-File mit deinem String und der mit deinem Treiber kommt und der wird dann generell eingesetzt, wenn dieser Treiber aufgerufen wird. Üblicherweise fehlt das gern. Viele Treiber verwenden immer noch IOCreate ohne spezifizieren, welche Parameter, übergeben keine Parameter mehr weiter. Entweder Default oder eine Ausrichtung, die zu unspezifisch ist. Und da gibt es ein Standard-Design-Problem mit Treibern. Die Idee grundsätzlich ist, dass man sich mal hinsetzt und sich überlegt, wer muss diesen Device eigentlich accessen können.
Und es zahlt sich aus, sich hinzusetzen und wirklich einmal nachzudenken, wer mit diesem Device reden soll oder nicht. Denn je mehr Input du ausschließen kannst, desto weniger Sicherheits-Security-Leaks wirst du von Anfang an kriegen. Setz dich hin, mach eine Liste. Wir werden so einen Treiber schreiben und wir werden ein Surface oben drüber und der filtert und der ein Service drüber hat, der die EOS filtert, sodass er den Treiber selber nur weitergegeben wird, was er wirklich will, wirklich braucht. Entschuldigung. Der Nachteil, da muss man mehr Code schreiben. Und natürlich wird Performance Degradation kommen, aber dafür kriegt man Access Security und wahrscheinlich auch bessere Verlässlichkeit. Aber die Idee ist grundsätzlich, das ist eine Designfrage und also ich bin dafür, dass man immer erst erst definiert, wer soll diesen Device überhaupt verwenden können und wofür. Gehen wir also zu Punkt 2. When you create this device, you call this IO create device API. Wenn du den Device erzeugst, dann rufst du diesen IOP auf, File Device Secure Open. Da gibt es ein Bit drinnen, das ist der Stakeholder. Der File Device Secure Open hat ein ganz bestimmtes. Wenn man ein Device created, bei Default wird der IO Manager immer annehmen, dass es File System Device ist. Was das heißt, wird also der IO Manager annehmen, dass es hier Directories und Files gibt. Wenn ich aber aufmache und sage device/file, dann sagt er, brauche ich das nicht machen, macht das File-System, handelt das. Und das funktioniert wunderbar, wenn du ein File-System-Driver ist, was die meisten Driver aber nicht sind. Wenn du kein File-System-Driver bist, hast du plötzlich das Problem, wo der IO-Manager sagt, du bist einer, und er checkt nicht und gibt das alles ans File-System weiter, da ist aber keins dahinter. You have this sort of by design automatic echo bypass problem. Das by design and so on, this echo bypass problem. Pretty much every time you create a driver and you're not a file system driver. Eigentlich jedes Mal, wenn du einen Driver machst, der kein File-System-Driver ist, sollte man das jedes Mal genau anschauen. Es ist bizarr, weil es ist eigentlich dokumentiert und es gibt sehr viele Drivers, die es einfach nicht machen ist. Dieser Bug ist ganz einfach zu finden. Du musst nicht einmal ein Code-Disassembly machen. Da gibt es ein Cool da draußen. Du klickst raus und das wirft es dir raus. Du kannst das sehen. Du siehst, wo die Echos kommen und es sagt dir, wo die Flags gesetzt sind und das Flag ist nicht gesetzt. Und der File sagt, this is only admin und du hast den Bug right there, one click away. Was ist der Fix für diesen One? Also wir sollten immer eine Flag verwenden. Entweder du baust es nicht, weil du einen File-System-Driver machst, was wir gesagt haben, meistens nicht der Fall ist, dann sollten wir immer dieses File verwenden. Ja, viele Leute sagen, ja, du kannst, aber du musst nicht, kannst deinen eigenen machen, mach deinen Dispatch-Call. You absolutely can. Ja, klar kann man das. Aber man sollte es eigentlich nicht, weil du machst schon wieder irgendwas eigenen Code und das ist alles schon im Windows-Kernel da. Setz das Bit ordentlich und du kriegst es umsonst. Der Rest ist schon gemacht. Und wenn du es selber machst, hast du schon wieder Design-Sorgen an, wo du das schon wieder beachten musst. Und du musst den IO-Manager nachbauen und wozu? Es gibt Diskrepanzen. Ja, man kann, aber man sollte nicht. Also das war eins von fünf. Ja, weiter hatte ich dann noch mit dem IO-Manager was. Arbeiten mit dem IO-Manager. Also das ist ein übliches Beispiel, wie das funktioniert. Also man hat dann IOCTL-Aufruf, Callback und das heißt dann da, also gut, wir nehmen diese Adresse, MDL-Address, also holen wir die Adresse und dann erhalten wir davon
den Kernel Point, aber niemand testet, ob er null ist. Also es kann null sein. Also, so wie das funktioniert, ist es halt gebaut, dass es null sein kann. Also bevor man das da anfasst, muss man überprüfen, ob es nicht der Null Pointer ist. Und wenn es ein Puffer ist, der Größe 0, dann passiert das eben. Und wenn man das nicht überprüft, dann ist es unter Umständen ein Bug. Oder noch schlimmer, darüber reden wir gleich noch. Also wenn man das In- oder Out-Direct benötigt, dann überprüft euer MDL-Pointer. Also das zweite Problemchen mit dem IO-Manager-Klasse ist, wenn man Method Buffered verwendet. Also habe ich vorher schon erwähnt, es ist im Prinzip die sichere Option. Aber es gibt trotzdem noch Dinge, die man wissen muss. Es ist ähnlich mit den MDL-Adressen hier. Also der Pointer, den man gibt oder bekommen kann, ist das ERP-Associated. Ja, das ist wieder dieser ERP Associated ERP System Buffer, ist ähnlich wie bei der MDL-Adresse, der kann null sein. Also wieder das Erste, was man machen muss, überprüfen. Das weitere Problem ist, obwohl es die sicherste Methode ist von allen vier, also, weil das so gesehen wird, hat man ein falsches Gefühl der Sicherheit. Also das Erfassen und Testen des Puffers passiert für dich, aber man, natürlich muss man immer noch selber überprüfen, ob der Inhalt gültig ist. Also und da gibt es halt Leute, die sagen, ah nee, das wird ja für einen geprüft, da muss ich nichts mehr tun, aber das ist nicht so. Es wird dann verwendet, um Zeugs hin und her zu kopieren und plötzlich gibt es dann Speicherfehler. Also das Problem mit diesem Puffer ist jetzt, dass man eingebetteten Inhalte immer noch überprüfen muss. Einer meiner wirklich Pet Peeves ist, du kriegst einen Octal, alles in Ordnung, du kommst zurück, gibt es ein Feld, in deinem ERP und da gibt es IO Status und da steht IO Status Success und die Information ist, wenn es Success heißt, IF hat es successfully completed und das ist die Menge der Bytes, die ich dir als Output zurückgebe. Sehr oft, was Leute machen, ist, die gehen zu IO Status Information. Was ist Buffer Length? The user gave me, der User mir gegeben hat, dass die nehme ich als Maß. Und klar, alles funktioniert, nichts crasht. Ah, da gibt es aber einen kleinen Haken dabei. Du hast plötzlich dieses Information Leak. Wenn du einen Octal machst und du, der IO Manager schaut sich deine Input Länge und die Output Länge an. Und er schaut, welche ist der größere. Und nehmen wir mal an, die Output ist die größere. Und der fragt malloc of kernel buffer. What is the length of the input buffer? Und dann vergleicht das mit dem Input Buffer. We'll take the input buffer and we'll use that length and we'll copy it into this buffer address to locate it. So und wir nehmen das und kopieren das und du hast einen Buffer, der smaller ist ein Output Buffer und das Delta dazwischen ist dein Bug. Was du in dein Output hineinkopiert hast, ist kleiner als der Total Allocated Space, der vorhanden ist. Delta all the way at the end is uninitialized memory. Und das Delta am Ende ist uninitialized memory. Und wenn dein IO Status Dot Info volle Bufferlänge, dann zahlst du dieses Delta mit und es geht kopiert in das Userland wieder hinein. Und das kann man dort dann einfach auslesen. Es ist recht subtil und ist nicht so einfach. Nichts geht kaputt, nichts crasht, aber man merkt es nicht. Aber wenn du suchst, findest du es. Und da kriegst du ganz große Buffers. Riesen Haufen von Data. Die Buffer werden immer länger und man kann
irgendwann die halbe EU-Arbeit daraus ablesen. Sieht man recht oft, dass man kann testen, solange man will, es crasht nicht. Du musst es wirklich suchen. Also testen alleine nutzt nichts. Man muss sich bewusst sein, dass die Pufferlänge nicht in Ordnung ist, weil sie falsch kopiert wird. Das ist die Output-Pufferlänge. Die ganze Output erlegt ist Cross-Check und plötzlich, wie gesagt, es liegt aus. Das andere, was hier spannend ist, ist, obwohl das ein WDM-Ding ist und KMDF ja da drauf gebaut ist, in KMDF kann man dieses spezifische Problem immer noch haben. Also man muss immer noch manuell die Mitglieder des ERP ausfüllen und also da im Prinzip einfach die Informationen übergibt, das ist immer noch ein WDF-Request. Und man hat immer noch dieses IO-Status-Field. Und wenn es zu groß gibt, hat man das gleiche Problem wie vorher. Und weil es Open Source ist, kann man einfach dann nachschauen, was diese Funktion genau macht. Das ist das hier, also tatsächlich intern wird einfach da ERP nachgeschaut und iostatus.information, der Link, den man da übergeben hat. Also wenn man das repariert, ist ganz simpel. Also es ist natürlich zuerst schwer herauszufinden, was man genau machen muss, aber weil die Fehler so subtil sind. Nichts stürzt ab, nichts verhält sich komisch. Aber wenn man weiß, was das Problem ist, ist es leicht zu reparieren. Also im Prinzip jedes Mal, wenn man diese Informationen setzt, muss man genau sein. Also wenn man 5 Bytes kopieren will, dann schreibt dahin 5 Bytes. Also ja, und dann hat man diesen Bug nie mehr. Also das Wichtige ist, dass man konsistent ist. Und ja, es ist halt schwer. Also insbesondere, wenn man sich alten Code anschaut, ist es halt leicht, mal den einen oder anderen zu verpassen da. Also wenn man Code hat, der vor 20 Jahren geschrieben wurde, ja. Also gut, der letzte Teil des IO-Managers, den wir anschauen, ist im Prinzip in groben Zügen IRP-Cancellation. Also der Grund, weshalb ich das nur so ganz grob anschaue, ist, weil es sehr kompliziert ist. Also natürlich könnte man allein mit diesem IRP-Cancelling eine Stunde füllen. Also grundsätzlich, was da passiert ist, wenn das Userland IOCTL macht, dann sagt der Manager, ja, das ist etwas, das ich nicht gleich jetzt fertigstellen kann, dann kommt das auf so eine Pendenzenliste. Komm später wieder, ich gebe dir dann das Resultat und du kannst jetzt was anderes tun. Und sobald der Treiber fertig ist und sagt dann, ah, dieser IRP ist nicht vollständig und später bekommt er dann das Signal, dass es fertig ist. Also je nachdem, was jetzt dein Treiber genau machen soll, es kann sein, dass das sehr lang geht, also wenn es zum Beispiel festplattenbasiert ist, irgendwie. Also zu jedem Zeitpunkt nach diesem IRP auf die Pendenzenliste gelegt wurde und zurück zum Kernel geht, dieser Treiber, der mein ERP hält, kann es erkennen, sagen, das ging zu lange, brich jetzt diesen Auftrag ab. Dann wird der Treiber wieder aufgeweckt, findet diesen ERP und ja, cancelt den. Dann ist das Problem, wenn man halt mehrere Threads hat, einer zum Beispiel probiert, das abzuarbeiten und ein zweiter probiert, diese Abarbeitung abzubrechen. Und wenn die jetzt nicht richtig synchronisiert sind, dann gibt es diese komischen Race Conditions. Also dieses Zeug wird dann extrem kompliziert. Also gibt es Dutzende von Beispielen, wie das aussieht. Und ja, ich wünschte, ich könnte euch das zeigen, aber ja, geht jetzt nicht. Also die IRP-Cancellation-Routinen gibt es dann oft Deadlocks und Leaks und Race Condition, Double Freeze und Use After Freeze. Genau das ganze Zeug. Da ja, läuft einem was Wasser im Mund zusammen als Security-Forscher. So, ja?
Wie fixen wir das? Da kann man eigentlich nicht einfach Rat geben. Es ist extrem komplex. Wenn du ERP Cancellation machst, wirklich, wirklich extrem konservativ und vorsichtig sein. Implementieren mit wirklicher Rücksicht. Double Check, nochmal Check, Recheck und dann vielleicht nochmal checken. Wenn du noch keine Cancel Safe ERP Queues verwendest, dann solltest du das jetzt hier ernsthaft überlegen. Und noch einmal, check, check und noch einmal. Jetzt gehen wir nochmal zu Userland Data und Pointers. Drivers. Wir reden jetzt mal hier dem Elefanten im Zimmer. Was machen wir, wenn der Treiber direkt Pointers vom Userland? Direkte Einnahmen aus dem Userland nimmt. Du solltest proben. Das ist ein fancy Wort für, ist dieser Pointer jetzt lang, so lang, wie er sein soll? Darf er das überhaupt sein? Und dann validierst du sie. Und das machen diese Funktionen. Da ist noch immer der Elefant im Zimmer. If Driver Code Pointers von Users nimmt und sie nicht approbiert, dann könnten sie auch irgendwo hinzeigen. Oder wenn du es vergisst. Und wenn du dann trotzdem davon liest, ist ein potenzielles Info-Leak. Du könntest irgendwas lesen, du könntest crashen. Du korrumpierst das Kernel Memory, das ist ganz, ganz schlecht. Du machst etwas, das write anything, anywhere, anything into den Kernel, da tun sie das nicht. Um das zu verhindern, sollte man immer Userland-Inputs proben und nicht einfach ungecheckt weitergeben. Das ist ein Beispiel, wo ich grundsätzlich mal Input-Buffer genommen, nirgendwo geprobt, wird einfach geschrieben und wird davon gelesen. Die sind sehr, sehr oft, diese Bugs. Another interesting sort of nugget. Ein anderes Nugget wäre. I think this was noted a few years ago. Es ist schon seit einigen Jahren bekannt. So wie APIs probes usually arbeiten, wenn die Größe 0 gegeben ist. Und da haben wir diese Möglichkeiten. Und wir haben, wenn Leute Proben machen, aber Probe Length ist Zero. Wenn das passiert, Short Circuit Logic gibt successful zurück und passt. Das Problem ist, da ist ein Risiko, wenn man das so macht. Wenn du probst mit einer Länge von Zero, und später, und dann schreibe ich aber später zur selben Adresse ein Byte, dann habe ich einen Längenunterschied zwischen 0 und 1, das ist einmal mein erstes Problem, weil das aber so, das lässt sich wahnsinnig ausnutzen, das ist, weil der RPO so geschrieben ist, da vergisst der Code, Längschecks zu machen, und da gibt es Integer Overflows. Und das auch ein Risikopunkt ist. Der Common Case ist, der Code Input Buffer Länge nehmen und werden einfach annehmen und nehmen an, dass es so stimmt, aber sie checken es nie und geben es aber weiter und dann kommt genau das raus hier. Das andere ist, wenn du einen Length-Check machst, wenn du Overflow right back to zero stellst, dann passiert das genauso. So the fix basically is, also der Fix ist richtig, richtig proben, konsistent proben, immer, 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 immer. Es ist einfacher, als es ausschaut. Konsistenz ist der Schlüssel. Checken, noch einmal checken,
und den Code immer durchchecken. Wo gegen diesen Treiber, der die Funktion ruft und ruft und ruft, und irgendwann mal weißt du nicht mehr, wo er die Rufe setzt, und dann verlierst du eine Probe. Also, das zweite Ding ist, wenn man jetzt einen Kernel-Pointer im Treiber wegkommt und man den nicht probt und man jetzt den zu verwenden beginnt, dann kann man es natürlich immer noch falsch machen. Also jedes Mal, wenn man einen Userland-Pointer im Kernel-Space verwendet, dann muss man es immer in Try-Except-Block tun. Weil wenn man das nicht tut, kann es sein, dass nach dem Probing ein anderer Userland-Thread kommt und der Speicherschutz auf diese Page ändert. Also natürlich, im Kernel denkt man, ja, man kann jetzt sie einfach verwenden, aber plötzlich schreibt man in Pages, die nicht gemappt sind, und dann wird ein Fehler zurückgegeben. Also muss man da immer try-except verwenden. Und natürlich, ja, kann man das vergessen, und das ist dann ein Problem. Das weniger offensichtliche Problem ist, wenn man das hat, dass das mit dem Except-Fall passiert halt nicht so oft, weil, ja, das ist halt eben die Ausnahme. Und dann kann es natürlich Fehler geben in dieser Ausnahmebearbeitungsroutine, weil das nicht oft passiert im Testen. Also eben, wenn man try-except verwendet, dann könnte es sein, dass man da nicht so wirklich Memory Leaks sieht oder Reference Counting Leaks. Also ja, wie repariert man das? Erstens mal, ja, immer try-except verwenden, wenn es um Userland-Pointer geht, und B, ja, so schaut, dass die Fehlerbearbeitungsroutinen sinnvoll sind. Ein weiterer Bug mit Userland-Pointern heißt Double Fetches. Die Idee ist, dass ich im Userland bin und ich sage jetzt dem Treiber, hey, hier ist mein Pointer von mir, der Treiber macht jetzt Probing, macht Try-Except richtig und nimmt also diesen Pointer und sagen wir, es enthält jetzt eingebettet eine Länge. Also dann sagen wir, es wird überprüft, dass die Länge stimmt, zum Beispiel irgendwie größer als 10 und kleiner als 100. Und also ja, das kann jetzt sein, dass das stimmt. Und wenn jetzt das dann genommen wird, dann nehmen sie vielleicht das Längenfeld und probiert was anderes damit. Und da gibt es eine Race Condition. Also im Prinzip zwischen der ersten Überprüfung und der zweiten Überprüfung kann sein, dass ein anderer Userland-Thread das überschreibt. Also es kann sein, dass man das überprüft und dann stimmt es. Und wenn man es dann verwendet, ist es ein ganz anderer Wert. Also das hier ist ein einfaches Beispiel, wie das aussehen kann. Also das ist jetzt zum Beispiel irgendeine Funktion im Kernel, bei der man irgendeinen Userland-Pointer übergibt. Ja, und der enthält eben eingebettet ein Längenfeld. Es muss irgendwie kleiner als 100 sein hier, und später wird dann das verwendet, um in einen lokalen Puffer zu kompieren, der kleiner als 100 Bytes ist, und eben zwischen diesem ersten Check, der in Rot ist, und dem zweiten roten, wo es verwendet wird, kann es sein, dass das überschrieben wird. Und im Prinzip, ja, gibt es dann einen Speicherfehler. Also das hier ist ein Beispiel eines Bugs. Ja, da gibt es Double- oder sogar Dreifach-Fetch. Ja. Also ich habe da einen Link zum Security Advisory. Wie repariert man das? Ja, Daten kopieren, überprüfen und dann verwenden. Ja, einfach die Daten behalten, die man validiert hat. Similarly for Userland stuff. Ein weiteres Beispiel bei Userland-Zeug. Null Pointer der Referenzierung. Das ist im Prinzip die gleiche Kategorie von Fehler. Es ist nicht Windows-Treiber spezifisch. Über diesen Bug habe ich jetzt schon gesprochen im 2006. Da ging es um Linux. Aber ja, bei Windows ist es natürlich genauso ein Problem. Der einzige Unterschied ist, wenn man das die Null-Page zu mappen,
zwischen Windows und Linux ist, dass man irgendwie sagt, es ist fixed und die Adresse ist null und dann wird das da gemappt bei Linux. Und bei Windows, wenn man probiert null zu mappen, dann sagt Windows, ah, du willst wohl nichts mappen, weil da null ist. Und bei Windows muss man sagen, nein, die Adresse ist 1 und es wird dann abgerundet auf 0. Also das war mal viel ein größeres Problem vor Windows 8, aber ja, seit Windows 8 kann man die Null-Page nicht mappen. Also das sagt es einem zumindest, aber das stimmt nicht ganz. Bei 32-Bit Windows ist es in der Standardeinstellung ab, aber wenn man alte DOS-Programme laufen lassen will, dann muss man dieses Zeug anschalten, also weil zum Beispiel in alten DOS-Games das verwendet wird. Aber selbst wenn in diesem speziellen Fall das nicht funktioniert, also diese Null Mappings nicht erlaubt sind in Windows 8, gibt es trotzdem noch weitere Orte im Kernel, wo man Null Pointer möglicherweise ausnutzen kann. Also wenn man irgendwo zum Beispiel ein Offset hat und der Pointer ist dann Teil dieser Offset-Zahl, also wenn man zum Beispiel umgekehrt das mcopy macht, dann hat der Pointer hat eine spezielle Bedeutung. Also, wie repariert man das wieder? Ja, defensives Programmieren. Also, ja, nichts Spezielles. Ich werde jetzt mal drüber gehen, weil mir geht die Zeit davon. Okay, so, okay. Memory-related Bugs. Das ist Nummer 4 aus den 5, die ich hatte. Grundsätzlich, wenn du, gibt es zwei Arten von APIs mit Memory anzusprechen. Der Legate Pool und Local Pool mit Quota. Grundsätzlich gibt es eine Diskrepanz zwischen den beiden. Eine API, wenn sie fehlt, gibt 0 zurück und die andere gibt Exception zurück. Wenn du die verwechselst, erwartest du dir eine 0 und du kriegst eine Exception oder du hast einen Exception-Handler und du kriegst einen No-Pointer zurück. Die muss man deutlich auseinanderhalten können. Ich glaube, da gibt es eine Option, geh entweder wirf es weg, gib mir eine Null zurück. Ich empfehle hier auf jeden Fall Konsistenz. Also wie gesagt, das ist noch eine Möglichkeit, wie man mit einer API falsch gehen kann. Gibt es zwei andere Möglichkeiten noch, wo es schief gehen kann? Log and cool mit Quota. Jedes Mal, wenn du eine Allokation zugehst, durch einen Input durch Userland getrieben, dann solltest du die Allocation immer darauf basieren. Wenn du es analog draufsetzt, sollst du das Quota immer analog machen. Wenn du das nicht tust, halte ich das schon für den Bug, weil du das den Leger bauen kann. Und die unhandled exception, wenn du die exceptions nicht handelst, und dann gibt es eine faulty exception logic und dann hast du einen Memory Fehler. Das ist alles relativ einfach. Ja, check return values, buffer lengths abhängen, keine. Der zweite Art von Memory-related Bugs ist Mitigation-Problem. Also, früher war das, wenn man früher Memory-Allocation gemacht und da waren die Pages, die man zurückgeben war, zurück exekutierbar. Ab Windows 8 stimmt das nicht mehr. Da gibt es einen Page-Pool und Non-Page-Pool. Von dem Page-Pool, by default, sind die nicht executable. Für einen Non-Page-Pool müssen sie immer noch. Non-Page-Pool, Non-Executable sind sehr selten. Die Idee dahinter ist, anytime, dass du einen Non-Page-Pool, dass du jedes Mal eigen spezifizieren musst. Es sei denn, du brauchst wirklich executable non-mitigated pool, aber es ist eigentlich fast unmöglich, aber wenn du es wirklich brauchst, go ahead, use it. Aber man sollte versuchen, es möglichst zu verwägern. Also es ist kein Fehler als solches,
dass sie nicht das für begreifen. PagePool geht es nur darum, Fehler zu lindern. Also, wenn man es macht, dann ist die Fehlervermeidung schwerer, aber. Also, grundsätzlich ist die Idee. Also, gehen wir zurück. Die Idee ist, dass man den PagePool verwendet, wenn man nicht PagePool-Executable-Zuordnungen machen will. Also das nächste Speicherproblem ist diese Funktion mmgetSystemAddressForMDL. Also wenn man eine MDL bekommt, wie kriegt man das gemappt? Also diese alte API, wenn man die aufruft, wenn das Mapping nicht funktioniert, dann gibt es einen Kernel-Panic. Und deshalb gibt es einen neuen API-Call, mmgetSystemAddressForMDLSafe, und der löst keinen Kernel-Panic aus. Also ja, das ist die neue, die soll man verwenden. Wenn man die alte verwendet, ist es ein Bug. Und ja, es gibt noch Treiber-Frameworks, die die alte verwenden. Also ich meine, es gibt zwei Gründe, wenn man die alte verwenden soll. Entweder alten Code oder wenn man aufgrund von Treiber-Entwicklungsbüchern Treiber programmiert, dann, naja, das Buch wurde halt vor der neuen API geschrieben und empfiehlt einem dann, diese zu verwenden. Und ja, viele Windows-Treiberbücher sind halt alt und empfehlen die alte Variante, die halt, deshalb gibt es diese Bugs noch. Das habe ich vorhin schon erwähnt. MDLs verwenden Double Mapping zu machen und dann gibt es Double Fetches von der User Page. Da kriegst du Double Fetch Bugs. Da gibst du direkt und indirekt. Einfach zum Beispiel nimmst du deinen Input aus MDL und dann mit bestimmter Länge Fehler verwenden. Ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Länge dieses Memories sich jederzeit verändern kann. Das Problem ist, sie sind nicht so offensichtlich, weil ich mit einem Kernel Pointer arbeite. Und nachdem ich vom Kernel Virtual Address Space lese, könnte man annehmen, dass der Kernel halt über Kontrolle hat. Hat aber nicht. Das ist ein ganz einfaches Beispiel hier, wie sowas ausschauen könnte. Ach, das viel schneller. Also benutzen wir dieses Stück Länge hier, aber wenn es vom MDL kommt, dann kann es sein, dass im User das wieder verändert wird, bevor man es verändert. Okay. I'm gonna skip over this, because I'm ja, also das hier überspringe ich, weil ja, wir sind knapp dran mit Zeit. So, I think I have two more minutes. Sweet. Ja, ich glaube, ich habe noch zwei Minuten. Super. Also, zum fünften Teil, Objekte verwalten. Wenn der User zum Kernel spricht, hier hast du ein File-Handle, mach was damit. Der Kernel sagt dann, okay, wie übersetze ich jetzt diese Handler in einen Kernel-Pointer, den ich verwenden kann? Da gibt es diese Funktion, ReferenceObjectByHandle, die das eine in das andere umwandelt. Die API sieht so aus. Es gibt diese zwei Dinge hier, ObjectType und AccessMode. ObjectType sagt im Prinzip, ja, der Handler von diesem spezifischen Typ, also Windows hat übrigens etwa 40 Typen von Objekten. Also wenn man jetzt ein Handle nimmt und das da verwendet und mit dieser API verwendet, wenn der Type 0 ist, dann hat man diese üblichen Type-Verwechslungs-Bugs. Also zweite Sorte von Bugs ist, wenn der Zugriffsmodus ist, muss man eigentlich User angeben, aber wenn man jetzt da Kernel-Mode angibt, dann gibt der User Space plötzlich Handlers aus dem Kernel abgibt. Und da gibt es viele, die eigentlich nicht geheim sind, die man einfach brute forcen kann. Und wenn man jetzt diesen Access Mode verwendet, kann da der User einen Kernel-Handler übergeben. Ein weiteres Problem mit diesem Objektzeug, wenn man fertig ist, muss man das dereferenzieren. Also und
dann hat man das Problem. Ist grundsätzlich, wenn man einen Fehler hat, wenn ein Fehler zurückgegeben wird und dann kommt man in die Fehlerbehandlungsroutine, dann kann es da Leaks geben, das ist dann Reference Counting Fehler. Aber wenn das wiederholbar ist, also wenn der Reference Counter das wiederholen kann, dann kann es sein, dass der Reference Counter überläuft, wenn man das 4 Milliarden Mal hintereinander macht. Also wenn der überläuft und dann natürlich zu Null geht und man das Objekt freed, aber man hat immer noch Referenzen, dann hat man dann Use After Free Probleme. Seit Windows 8 wurde da ein bisschen Code hinzugefügt zu diesem Objektreferenzaufruf, der einen vor diesem Overflow schützt. Also da wird eine Kernel-Panic ausgelöst, wenn das überläuft. Also ja, ist jetzt nicht mehr ausnutzbar. Aber ja, bis zu Windows 7 war das halt ein Problem. Dann gibt es noch, Double Reference Count, Abnahme. Also, ja, das zu reparieren, always, immer ausgleichen bei den Reference Calls. And I'm done. Okay, also wir sind durch. Unfortunately, we do not have time for questions.